I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. Ja. Es tut mir leid, ich, tut mir leid. Was denn? Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Wo sind sie dann? Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. What are you going to start up there nowhere? Oh, look at that. Schau dich mal um, Gil. Da. So, für die Nachwelt. Ehre unter Dieben, ja. Das? Nein! Möge Gott mir vergeben. Möge Gott mir vergeben. Sie waren meine Landsmänner und ich habe sie verraten. Ich habe alles getan, was dieser heimtückische Verrückte von mir verlangte. Jetzt liegt unsere großartige Kolonie in Trümmern. Und er verstrickt sich weiter in seine Wahnvorstellungen, während er mir argwöhnische Blicke zuwirft. Ich bin gewiss der Nächste auf seiner Liste. Er war der Captain, aber ich war der Quartiermeister. Meine Bemühungen haben Libertalia erst ins Leben gerufen. Und durch meine Bemühungen bleibt sein Vermächtnis erhalten. Avery wird nicht das letzte Wort haben. Morgen werde ich meine Männer versammeln und die Sache ein für alle Mal beenden. So. Schön. Wenn wir noch keinen Schatz erleben. Hey, hier hoch. Langsam. Mit hinter dir. Sei vorsichtig. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Nein! Hallo. Wow. Nate, der Shoreline-Truck ist noch da. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Mhm.
Entschuldigung. Mehr Kanonen. Genau wie bei Tu's Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanonen. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann... Ja, der ist schlecht. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Wo ist das? Des Tages pompös. Warum hat der Thomas Tu nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Macho Nacho. Richtig aus. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Wo sind jetzt die Shoreline-Typen? Frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Bingo. Nicht
Und? Hey, na bitte. Mehr Fußspuren. Oh, das stimmt. Scheiße. Hey, komm hier rüber. Die Spuren führen durch diese Tür. Schau mich mal um. Sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Thank you.
Bist du okay? Ja. Sie haben uns an den Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf.